Für einen Erfolg im Fußball muss man ein kreatives Mittelfeld haben, eine Defensive, die kompakt steht, und einen Sturm, der weiss, was er mit dem Böllen anfangen muss. Aber gerade so wichtig sind Insider-Informationen. Die wissen wir, wo wir die holen müssen. Ja, nein, eigentlich nicht groß. Ich bin immer noch verletzt. Und, ja, ja, es ist eben, der Scheiß geht eben schon recht lang. Aber ich habe jetzt noch die und die nächste Woche und ich sicher easygoing und dann hoffe ich, dass es weg ist und dass ich wieder anfangen kann. Für uns ist es natürlich wichtig, spielst du das Wochenende in dem Fall nicht? Nein, das Wochenende kann ich leider noch nicht spielen. Leider, leider. Das Leider ist ein bisschen, würdest du dich nochmal entschuldigen für das Goal? Ja, also, das ist mein Arbeitgeber, gell? Ich konnte nicht daneben schiessen, aber es waren sicher Emotionen im Spiel, die viele Leute nicht checken und es ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Die Zeit ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen und mit meinen ganzen Sachen im Vorfeld, wo auch der Kontakt noch da war, ja, ist es sicher, wäre sicher schön gewesen, gegen jemand anderes Goal zu schiessen, aber ja. Jetzt haben wir noch Zuwachs bekommen, von Zürich. Ja, die Frau hat sich gut eingelebt. Bin ich eigentlich auch, es ist eigentlich recht schnell gegangen. Und ja, er hat schon sehr gut geschossen. Was ihm bei Zürich lange nicht gelungen ist, gelungen beim zweiten Spiel bei euch, oder? Ja, gut, also ich meine, gegen GC ist natürlich nicht allzu schwer, wenn man das dürfte sagen, aber nein, aber es ist wirklich ist gut, es ist wirklich ein einfacher, ist ein sympathischer und hat sich schnell integriert in der Mannschaft. Wenn du auf die Tabellenspitze zu sprechen kommst, die macht uns ein bisschen Sorgen, jetzt sind wir noch ein bisschen weit entfernt, aber ihr hockt dort oben. Wie sieht es aus mit dem Hinterhalt? Von hinten wird das Feld aufgerollt. Eben, wir können ja das Lied singen noch von der letzten Saison, aber ich denke, wir sind sicher gut gestartet, wie auch letztes Jahr. Die Saison ist noch lang, kann noch vieles passieren, aber ich denke, das ist, wenn man auf die letzten 1-2 Jahre schaut, kann es sicher kein Zufall sein, dass wir wieder dort oben stehen, weil ja, der Club hat einen Plan, weißt? Und mit dem ganzen Stadion und so, mit der Euphorie und so, es liegt jetzt einfach an uns, dass wir so lange wie möglich dort oben bleiben. Und, also die Tendenz ist sicher cool und ist gut und ja. Ich hoffe, wir bleiben dort oben. Du kennst Zürich, du kennst Luzern. So, unter uns jetzt hier im Auto. Wie sieht es das Wochenende aus? Einfach, dass wenn man die Tendenz haben will, dass man sein Geld nicht verliert. Also ich muss wirklich sagen, auch jetzt am letzten Wochenende im Freundschaftsspiel gegen den HSV haben wir wirklich eigentlich sehr gut gespielt. Der Trainer, der Muri, macht das wirklich sehr, sehr gut. Er lässt, wenn man jetzt den Vergleich macht zwischen der und zwischen der letzten Saison, lässt er sehr, sehr viele Junge laufen. Er tut sehr, sehr viel auswechseln. Wenn vielleicht mal ein Match gewonnen wurde, lässt er nicht immer die gleiche Elf spielen. Mhm. Und ich denke, das ist für unsere Mannschaft ist das, und auch für den Club ist das immens wichtig, um auch ein zu kompensieren. Und ja, im Moment wird es sicher schwer für den FCZ bei uns, weil eben ein volles Stadion und im Moment haben wir so ein bisschen Drive und wir probieren jetzt natürlich mitzunehmen. Es bin ich. Dankeschön.